Ach, Freunde, nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Eine neue Reise beginnt bald und vielleicht sehen wir ja den ein oder anderen nochmal wieder. Die ganzen schönen Erinnerungen, die wir hier hatten, waren echt geil. Und eventuell werden schöne Folgen. Lebt wohl, Freunde. Bis zum nächsten Leben, okay? Wir sehen uns wieder, ja? Alles klar. Lebt wohl. Gary? Gary, schläfst du noch? Delorious! Hä? Wer ist da? Ich bin's, Mr. Fister. Hä? Ernsthaft jetzt? Mr. Fister? Was ist los? Du hast deine nächste Aufgabe. Die musst du erfüllen. Was für eine Aufgabe? Du musst in eine neue Welt reisen. Du und die Gary. Und deine Brüder. Warten auf dich. Du musst ziehen und alles hinter dir lassen. Okay, aber ich will irgendwie nicht. Du musst. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Nimm die Gary mit und zieht weiter. Okay, aber irgendwie werde ich schon vermissen. Glaub mir, es war echt schön mit euch, aber die Welt gibt es bald nicht mehr. Alles klar. Also heißt es, ich muss mit der Gary weiterziehen? Ganz genau. Oben befindet sich eine Tür. Geh mit der Gary hindurch und lebt ein neues Leben. Findet neue Freunde und kämpft an deren Seite. Dann heißt es wirklich, lebe wohl, oder? So sieht es aus. Okay. Gary, wir müssen los. Okay. So, Gary, komm mit. Mr. Fister, lebe wohl. Bye. Wir sehen uns auch bestimmt wieder, okay? Alles klar. Okay, durch die Tür hindurch. Die dort? Ganz genau. Okay, Gary. Okay, bleib bei mir. Okay, Gary, wir stehen das zusammen durch. Alles klar. Okay. Let's go. Ah. Lebe wohl, Freunde. Auf eine neue Zeit. Was ist das für eine Welt? Gary! Gary, bitte steh auf! Gary! Wir haben keine Zeit dafür! Oh no! Oh Leute! Was ist das? Oh Gott! Bitte, Gary, steh auf! Gary! Bitte, da drüben ist etwas! Oh Gott, bitte, bitte! Oh, Gary, ich muss nur noch auf dich warten. Bitte, steh endlich auf! Oh, Gary, bitte! Ich glaube, ich muss Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Gary, steh auf, bitte! Bitte, ich kann das nicht ohne dich durchstehen. Yes! Gary! Endlich! Endlich! Bist du endlich wach? Ja! Oh, geil! Schau dir das an, wo wir sind! Pass auf! Was ist passiert? Da drüben befindet sich etwas. Komm mal mit! Was? Irgendwas ist hier. Ich weiß es nicht, was es ist. Was ist das? Ich weiß es nicht. Beschütz mich! Oh Gott! Nicht töten! Bitte nicht töten! Bitte nicht töten! Bitte nein! Bitte nicht! Wer bist du? Ich bin Tickno, ich bin Telorius! Nichts tun! Bitte nicht tun! Ah, Tickno ist das, Oh, Telorius! Leg die Waffen nieder! Pia? Martin? Mino? Alter, geil! Junge, was geht? Yo, Leute, und somit herzlich willkommen bei der fünften Staffel Arc Piora. Oh Gott, ich komme nicht meist noch nah. Pyra. So, also, Leute, herzlich willkommen auf der neuen Map. So, Leute, auf jeden Fall, wir haben hier einmal natürlich die Gary, ne? Juhu, kennt ihr natürlich, das Hühnchen ist schon wieder zurück. Dann haben wir hier den, wer ist das? Das ist der Nino, okay, er sieht ein bisschen krank aus, ne? Nicht wundern. Das Bleichgesicht. So, von Pyrontic Brothers, das ist der Saita, auch von Pyrontic Brothers. Und dann haben wir hier einmal den Martin Latura. So, die Kanäle sind unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Also am besten nochmal vorbeischauen. Die machen jetzt auch hier in der fünften Staffel mit. Wir laufen gleich random rum und jeder baut sich dorthin, wo er möchte. Und ja, Leute, an Pyrontic Brothers, eure letzten Worte, bevor wir uns das nächste Mal wiedersehen. Stirbt in Frieden, meine Freunde, Brüder. Lebe lang und in Frieden. Alles klar. Und von Martin Latura. Es wird einfach nur super werden. Alles klar. Viel Glück, Leute. Viel Glück auf ein neues, auf ein geiles Projekt. Yeah! Los, let's go!
So, Leute, auf jeden Fall. Wir gleich ein Drache und wir sterben. Ja. Ist wahrscheinlich, ja. So, auf jeden Fall, Leute, endlich geht es los. Wir sind selbst schon gespannt, was jetzt so alles hier so kommen wird. Also, ich sag, Pia und Nino sterben zuerst. Kann sein. Kann wirklich Alter, sein. Ich sieht ja schon krank aus, ey. Du bist erstmal. Oh, Leute, ich feiere das Projekt jetzt schon. Mods haben wir alles schon ausgewählt. Ich weiß aber noch nicht, ob wirklich alles funktioniert. Mods werde ich euch natürlich alles noch Bescheid sagen, aber die Hauptmod ist Piora. Und das ist die Hauptmod. Gary, mein Stamina ist jetzt schon leer. Oh, stimmt, meins auch. Da drüben ist das Seiter. Okay, so, als erstes natürlich ein bisschen leveln. Fehlt ja noch ein Ticken. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Also hier sind jetzt Dinos, Kreaturen, die wir noch nie in unserer ganzen Ark-Geschichte gesehen haben. Oh ja, da sind eine Menge. Ja, und gerade Ark Piora wird richtig krass. Oh, hinter uns, die schreien schon, das fängt schon gut an. Alles klar, wieso, was haben sie gefunden? Habt ihr was gefunden? So ein Grätz, Alter. Ja, Nino ist fast gestorben. Achso, ja, war ja klar. Er hat die Dinos geblendet. Anfassen. Guck ihn dir mal an, er ist viel zu weiß. Ja, ich weiß, er ist krank. Gut, dass du jetzt auf Insel hier gekommen bist. Aber Ration war zu viel für dich, wa? Ach du Scheiße, Leute, wir kommen hier gar nicht weg. Aber man muss wirklich sagen, Leute, ISO Crystal Island oder ISO, die Map ist wunderschön. Bombe. Gönnt euch mal diese Aussicht. Der Hammer. So, Leute, aber ich glaube, wir müssen schwimmen. Ja, das glaube ich langsam aber auch. Ich denke mal auch. Wie gesagt, hallo, wir laufen Gary. Random rum. Und deswegen halt. So, Leute, wir nehmen von hier aus Abschied und viel Spaß noch. Bye-bye. Jo, macht's gut. Viel Spaß bye-bye. Noch. Danke, gleichfalls. Bye-bye. Hier rüber komme ich aber noch. Ich gehe hier links lang. Nino. Jo, wir gehen rechts. Hoffentlich stirbt ihr. So, Leute, auf jeden Fall... Falls ihr alles sehen möchtet, was bei denen jetzt so geschehen ist, Latura und Pyrontic Brothers, beides nochmal unten in die Videobeschreibung verlinkt. Schaut am besten vorbei. Und jetzt müssen wir aber ganz kurz darüber. Oh, ich hoffe, ich habe genug Stamina. Ich mache hier kurz... Oh, ich sehe da vorne schon was. Ja, ich sehe da auch schon etwas. Was großes Blaues, Featherlight. Ja, aber es ist Featherlight. Es ist, glaube ich, ist nicht schlimm. Ich habe kein Stamina mehr. Achso, ich habe noch. Ich versuche noch rüberzukommen. Oh, Gary, ich glaube, ich habe da was. Was denn, wo denn? Ich weiß es nicht. Da drüben. Doch, sehe ich nichts. Da. Okay, Wasserdrache. Kennen wir. Ist auch in der Mod mit enthalten. Okay, da gehen wir nicht näher. So, deswegen gehen wir jetzt einfach... Was ist das denn? Ist der freundlich oder Hallo. Ist er ein Feind? Hallo! Ach, Leute, hier Hallo. Ist eine Mod drauf. Ihr seht da jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Eisviech ist. Eine Mod ist drauf, die ist wie Anunnaki. Ja. Also, macht euch auf etwas gefasst. Es gibt Eisviecher, es gibt sozusagen diese Stoneviecher, so Guardians. Dann gibt es Feuerviecher, es gibt Poisonviecher. Also... Man könnte sagen, so Anunnaki kommt zurück, bloß mit einer anderen Mod und da sind krasse Viecher noch mit enthalten. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Featherlight dazugehört, aber ich glaube, das scheint ganz normal zu sein. Also, oh mein Gott, hier ist eine kleine Vögel rum. Hier eine Ente. Ja, meine ich ja, wie süß ist das denn? Lass, ich habe eine Ente gefunden. Ach, wie sweet. Ach, die muss ich haben, warte mal. Leute, das wird... Oh mein Gott, warte mal, was ist das da? Nein, fliege nicht. Nein, siehst du das da? Wo sehe ich was? Da. Wo denn? Geradeaus. Was ist das denn? Zahlen. Zahlen über Zahlen. Komm mit. Willst du da echt hin? Ist dann... Ich weiß halt nicht, was... Ich sehe nur diesen komischen Trike. Remaining. Irgendwas mit Remaining. Sind das... Das sind Bionic-Dinos. Bionic? Ja. Oh, Leute, ich feiere das Projekt jetzt schon. Was ist das für ein Trike? Okay, lass den Sektor. Der Trike ist kein Bionic, aber... Ein Bone ist das. Aber das ist ein Boss. Aber der Para. Das ist ein Para... Leute, komm, den schauen wir uns doch kurz mal an. Die haben das getötet. Looten! 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 Aber guck, was... Pass auf, ich lasse die Gary kurz... Gucken, ob er freundlich ist. Der sieht... Alter, der sieht geiler aus als die sonstigen Bone-Viecher, die wir sonst haben. Und der Para ist riesig. Oder sieht das nur so aus? Nee, es sieht nur so aus. Okay, hier ist Mana drin, ne? Mana? Okay, Mana. Kannst du liegen lassen. Brauchen wir noch nicht. Okay, Gary. Wollen wir Tech weiter? Skeletten-Trike. Oh mein Gott. Hast du mich noch in Dingsa? Ja. Ja. Oh, Leute, pass auf. Lass mal ganz kurz sammeln. Wir müssen ja halt, wir wollen ja noch eine ganz kleine Hütte erstmal erstellen. Vielleicht, wenn wir das überhaupt in der ersten Folge schaffen. Aber die Ente. Die Ente will ich auch gern haben. Ich habe noch nie eine Ente gesehen. Hast du vielleicht irgendwie was in der... Oh, ein Storch. Wie cool ist der denn? Oh, es kann aber fliegen. Ach, Michael Jackson. Du hast das Moonwalk da vorne macht. So, du darfst es diesmal schlagen. Ist es dann betäubt? Bye-bye. Okay, wir brauchen Ebola. Oh, shit. Leute, ich bin so gespannt, was meine Brüder so alles sehen können. Ey, das... Oh.
Oh ja, Hammer. Die Folge, glaube ich, werde ich mir bei denen auch angucken. Oh, ich, außer wenn ich mich spoilern möchte, dann schaue ich es natürlich nicht an. Ne? Aber ansonsten, ey, am besten vorbeischauen, Leute. Ich denke mal... Okay, Leute, da haben wir die... Gary, komm, ist egal, wenn wir sterben. Oder? Leute, wir müssen die Crystal Wifern sehen. Sind von ISO selbst erstellt... Oh mein Gott. Okay, selbst erstellte Drachen, deswegen, wir müssen mal uns kurz mal... Oh, vor dir. Ja, was ist das denn? Ich weiß nicht, ich will es noch nicht sehen. Das ist ein Kompi. Ein Kompi in Bionic-Tech-Dings, keine Ahnung. Ein Kompi-Monster. Leute, falls ihr das Projekt jetzt schon feiert, haut mal ein Like raus, schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr es bis jetzt findet. Also, auch wenn es eine Ente ist, es ist etwas in Ark, was ich bis jetzt noch nicht gesehen hatte. Ja. Und das ist halt was ganz, ganz, ganz Besonderes in Ark. Der wird schon nichts machen, pass auf. Leg dich hin, er macht schon nichts. So, zack. Pass auf, Leute, ich hab eine Mod reingeknallt. Die nennt sich Cave Dingsterbumster. Caveman. Ich glaube, so heißt die. Ja. Mist. Oh Gott. Bleib liegen, Gary. Es passiert dir nichts. Pass auf, es passiert dir nichts. Ich glaube, die sind freundlich gesinnt, wa? Kann sein. Ich hoffe. Drachen? Ah, nee, sorry. Nein. Begrüßen. Hi. Wir sind freundlich. Was ist hinter mir? Achso, der ist vor dir. Okay. Wir sind freundlich, okay? Tu uns nichts. Gary, die sind freundlich. Die nice. Sind freundlich. Ernsthaft jetzt? What the hell? Warum sind die freundlich? Ja, aber es ist doch an sich gut. Gary, you must be at least 25 Level, bevor wir die zählen können. Wie? Okay. Die kannst du passiv zählen? Nee. Oder? Wartet mal. Oh mein Gott. Feed this tropical... Wir können es echt... Leute... Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Ihr seid meine neuen Lieblinge. How beautiful you are. Sind alle lieb? Das wäre echt krass, Leute, dass die Drachen hier lieb sind. Aber der da komisch, der sieht schon so aus, als ob er angreifen möchte. Siehst du das? Ja. Okay, Gary, komm, Kakinos, komm. So, dann begeben wir uns doch mal weiter inland, Leute. Denn wir sind hier noch. Schaut euch das an. Wir sind dort unten. Da fliegt schon wieder was. Und die Map ist riesig. Wo fliegt etwas? Hier, bei mir. Hinter dir. Hinter? Da flog oben wieder was lang. Ja, so was Kleines, Süßes. Achso, ich denke mal, war eine Ente. Pass auf, lass mal weiter. So, Leute, wir haben es gleich geschafft. Irgendwas kämpft da wieder oben. Kakinos gegen ein... Hast du das auch? Ja. Oh, da kommt es! Hör! Bleib stehen! Ist das dieses Ra-Side-Dings oder sowas? Weiß ich nicht. Das hat einen auf dem Kopf. Und ein Dodo. I don't know. Ist der Dodo freundlich, Leute, gewinnt? Ich trau mich ran. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier oben weiter, Gary. Ich will noch nicht zu viel sehen, Leute, denn ihr wisst ja ganz natürlich, ne, ich will noch nicht alles sehen. Gary, da hinten ist ein Pferd. Noch ein Pferd? Aber ein anderes Pferd. So, wo bist du? Komm mal mit mir mit. Okay, hier sieht's ein Ticken leer aus. Ja. Aber wie gesagt, hier gibt's noch drei, vier oder fünf Biome, die noch nicht fertig sind. Aber... Leute, die Karte ist so riesig, das macht keinen Unterschied. Ist das was Totes da? Nee, das sind komische Sachen hier einfach nur. Okay, wir sind tot. Warum? Ja, eine Mantis kommt hinter mir her. Folgst du mir? Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann auch nicht. Ich hab kein Stamina. Okay, es darf mich nicht sehen. So, zack. Nicht töten. Gary, wo ist es? Ich weiß. Bist du bei mir? Ja, nee, ich bin... Okay, ich hab die Gary... Oh, die Grace ist hinter mir her. Okay. Hallo, lauf. Meine Maus hat sich gedreht. Nein, meine Maus dreht sich schon wieder. Okay, viel Spaß. Und sie läuft genau in eine andere Richtung. Ich bin tot. Lass dich töten, komm. So, Leute, die Gary ist jetzt auch tot und... Ich bin auch tot. Wir sind vorhin hier gespawnt. Südwest, ne? Entweder wir spawnen jetzt im Süden oder im Central, Gary. Ich würde sagen Süden erstmal, ne? Zack. Ja. So, was sehen wir denn diesmal? Okay, wir sind immer noch dort. Spawnst du auch im Süden? Ja. Dann müssen wir uns suchen. Ich sehe hier einen komischen Bronto. Einen komischen Bronto, sagst du? Aus Stein. Oh, das ist voll... Oh mein Gott. Bist du jetzt auch hier? Ja, ich bin auch im Süden. Siehst du einen weißen Beacon im Wasser? Nein. Ja? Jo. Okay, pass auf. Schwimm dahin. Wir treffen uns. Leute, wir müssen uns erstmal treffen. Kein Stamina. Komm her, Gary, komm her. Komm her. Ich hab's geschafft. Pass mal auf. Ich hab ein Baryonyx nie richtig angeschaut. Komm mal mit. Hier befindet sich ein Baryonyx. Sag mir mal, ist das ein normaler? Guck mal, der da unten geformt ist. Da unten im Wasser. Der hat so einen komischen Loch hinten im nein, Rücken. Nein, das ist kein normaler. Ist kein normaler? Nein. Okay, dann lass es weg. Komm her. Hier, du siehst das erste Steinviech.
Wo ist jetzt Tag? Kommt. Seht ihr das? Ey, der ist cool. Ey, Leute, der sieht von Skin echt nice aus. Auf jeden Fall weiß ich, was er für eine Fähigkeit hat. Alter, er ist ein Tank. Sandstorm. Ein Tank ist das? Jo, das ist ein Tank. Ist das von dieser so gesagten Anunnaki-Mod? Genau. Ja, ja, Leute, habt ihr noch nicht gehört. Wie gesagt, ich zeig euch noch alles, welche Mods ich drin habe. Ah ja, es soll noch anfangs ein Geheimnis sein, so. Deswegen halt. Gary, ja. Ich würde sagen, wir bauen uns hier irgendwo so eine ganz kleine Hütte hin und... ja, ich weiß auch wo, da direkt auf einer Seite vom Wasser. Siehst du da das Stück, wo man draufgehen kann? Wo man draufgehen kann? Hier. Wo denn? Alter, was ist das denn? Aber warte mal, nee, da geht's nicht weiter. Guck mal, ich hätte gesagt, hier... Guck mal, oder? Siehst du die ganzen orangenen Kristalle? Oh, stimmt. Es ist ja nur für den Anfang, also für die erste Folge da, sozusagen. Da ist wieder dieser komische Para. Komische Para? Den wir eben auch schon gesehen diesen haben. Diesen Bionic-Dings, oder ja. was? Oh, nee, ist ein normaler. Das ist ein normaler. Nee, das ist ein Blitzi. Okay, ich weiß nicht, ob der freundlich ist oder so. Aber wie gesagt, Leute, wer die Map nicht kennt, ihr müsst sie kennenlernen. Boah, und wer es natürlich nicht spielen kann, ihr lernt es bei uns. Ich weiß, wo wir sind. Guck mal genau gegenüber. Da habe ich den Trailer gedreht, glaube ich. Boah, stimmt, ey. Glaube ich. Gary, ich würde sagen, hier das erste Haus so zu zeigen, damit wir die Leute mal zeigen können, was wir da noch für eine Mod drin haben. Denn Leute, die Mod müsst ihr euch auch gönnen. Ich finde, die haben was echt Geiles umgesetzt. Pass auf. So, erstmal ein paar Klamotten craften, ne? Wie gesagt, brauchen wir halt auch. Rüstet es sich von alleine aus? Natürlich nicht. So, das haben wir jetzt da drin. Jetzt müsst ihr aber kurz Effects und so weiter haben. Das ist jetzt die schönste Map, die es je gab, finde ich. Ist auch, Leute. Also da muss ich der Gary recht geben. Es ist die schönste Map, die wir bis jetzt gesehen haben. Und wir hatten ja vor 5 Monaten oder 6 Monaten, ne? Habe ich es ja angekündigt, habe ich euch einen Trailer gezeigt, was so kommen wird. Eine Mod auf jeden Fall ist leider nicht reingekommen. Die gibt es nicht mehr. Und die hieß Pandora. Bitte, Modder, bitte, vielleicht siehst du das. Ich glaube zwar nicht, aber bitte. Bitte, gib uns die Mod zurück. Ich will mein Baby-Dodo haben. Also, es war sozusagen kein Baby-Dodo, aber der war sozusagen, wie soll ich sagen, der war so klein wie die Pflanze, vielleicht einen ganz kleinen Ticken größer und der hat eine Brutmutter getötet. Ja. Und das hat was zu sagen. Das war mein Engel, war das. Das war mein Ein und Alles. Oh nein! So, deswegen, Gary, komm mal her. Ich brauch Fetch. Ich kann... Flint? Ach, ja, brauchst du nicht. Guck mal, ich hab gerade noch seine Explorer Note. Oh, Randa. Hab ich. Ey, das sind selbstgemachte, oder? Leute, sind das selbstgemachte? Ja. Ich hab's noch nie gesehen, ich kann's auch nicht lesen. Oha, warte mal, wie viele es gibt. Ist halt nice gemacht, Leute. Oha. Ist halt wirklich nice gemacht. Oh Gott, Gary, wir brauchen Hide. Let's go, wir müssen jagen. Oh ja. Okay, das bedeutet Speere. Los, schaffen wir. Wir müssen irgendwas Kleines holen. Problem ist halt, was ist hier klein? Was ist das denn? Fireball. Gary, komm mal her, ein Alien. Was? Wo? Hier. Da, es kommt auf uns zu. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Das ist ein Rieseninsekt oder so. Leute, wir haben das erste Alien gefunden. Pass auf, wir gehen mal hin. Das ist also seine Umgebung. Tschüss. Okay, nein, komm. Wir kriegen Halt von dem. Komm mal her. Vielleicht hat er ja etwas getötet, was wir einsacken können. Wir sind so langsam, Leute, ne? Wir sind so langsam. Wir sind auch echt langsam. So, zack. Mehr Energie und Stamina ist auch ein Ticken wichtig, wie gesagt. So, kommst du mit? Ich bin die Hühnergöttin. Ich schaff das. Hier, Morellatops ist da hinten. Okay. So, was bist du? Es war... Okay, es hat... Oh Gott, es kann springen! Es kann springen, es ist schneller und ich hab's nicht beachtet. Oh Gott. Okay, es haut ab. Nee, es steckt fest. Oh Gott, und ich dachte, es ist nur so langsam. Oh Gott, es holt mich ein, Gary. Es holt mich auf jeden Fall ein. Gary, es peitscht mich aus. Ich sehe die Peitsche auf meinen Rücken. Oh Gott. Problem ist, mein Stamina ist jetzt fast zur Hälfte leer. Oha. Nee, es lässt ab. Gary, das Alien. Ich glaube, es... Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin RIP. No. Doch, ich bin RIP. Keine Sorge, Gary. Alles ist gut, alles... Nee, lässt ab. Okay, und da vorne ist... Ein was? Ein Giga? Giga. Alles klar. Gary, dieses Viech, das sieht echt ulkig aus. Ja, ich bin hinter dem, ganz weit hinter dem. Ich bin da, wo du es gesehen hast, ungefähr. Okay, Leute, und eins will ich nochmal sagen, wegen Modmacher. Ihr wisst ja, ich sag auch öfters mal halt, wenn sie was richtig gut gemacht haben, seht euch an, wie das Viech sich bewegt hat. Er hat es von keinem Dino oder sowas übernommen. Er hat es selbst sozusagen
gemacht. Und das respektiere ich. Kurz wegschmeißen, ich bin zu schwer. Das ist nur eins von vielen Dingern. Gucken wir. Was wir noch sehen. Gucken wir. Da. Giga. Das ist doch kein Giga. Doch, da hinten. Das ist ein Morella-Topf. Nein, hier, guck, wenn du hier von hier aus geradeaus guckst. Giga, ein blauer. Ein blauer? Blauer. Ist ganz geil. Wie gesagt, wollen wir uns jetzt hier erstmal so hinbauen, so ein Alien halt so mit als Bruder so mit reinnehmen? Da ist ein neuer Dino. Ja, es befinden sich tausend. Ein bestimmter neuer Dino. Okay, sehen wir noch, Gary. Ich will nicht zu viel sehen, Leute. Wie gesagt, ich will bloß nicht zu viel sehen. Pass auf, Gary. Wir brauchen jetzt Zeit. Okay. Glaubst du, wir schaffen den Morella-Tops da vorne? Guck mal, der hat Level, so wie ich denke, 300 bestimmt noch irgendwas. Schaffen wir nicht. 170. Nee. Die brauchen... Oh Gott, Leute, seht ihr diesen Kentro da drüben? Ich weiß nicht, ob der es ist, aber es ist was ganz Besonderes. Ja. Gary, wir brauchen kurz Dodo. Wir brauchen irgendwas. Wir müssen kurz suchen gehen, Gary. Vielleicht schaffen wir das Ding hier. Okay. Ja, hier wird gerade was getötet. Getötet? Ja. Einsammeln. Warte. Was ist das? Es ist dieser komische Baryonyx, glaube ich, mit dem Knick, oder? Ja, dann... Hä, warum... Ist alles... Oh Gott, der Giga sieht so geil aus. Giga, die Gary kann nicht mehr sprechen. Ab jetzt werde ich immer nur noch so antworten, wenn ich einen Giga sehe. Ja, aber wir haben jetzt einen riesen... Alter, der Giga sieht echt geil aus. Da drüben ist Kakinos, der tötet gerade was. Komm mit. Kakinos kann uns nicht einholen. Problem ist, wir sind jetzt in der Wüste und... Bei der Kakinos. Ja, Kakinos. Kakinos. Alter, jetzt sind wir schon in der Wüste. Holy shit. Leute. Ja, von einem Video zum anderen. Nee, warte mal, hier habe ich den Trailer nicht gedreht. Doch, da ganz hinten geradeaus. Okay, dann weiß ich, wo wir sind. Da hinten befinden sich Knochen. Und da könnten wir reingehen. Oh mein Gott, ist das hell hier. Ein bisschen. Galli, warte mal. Ach, scheiße. Oh, Leute, wir finden echt keinen Halt, ey. Gary, wir müssen... Und ein Riesenaffe. Keine Ahnung, was wir noch so finden. Gary, komm mal mit. Wir hauen einfach ab. Du siehst schon einfach alles so, was hier drin ist. Deswegen, einfach abhauen. Erstmal abhauen. Das ist cool. Ja, denke ich mal auf jeden Fall ganz gut aus. War süß und pink. Hier, vor mir, direkt vor mir. Hast du es getötet? Ja. Oh mein Gott. Okay, mit der Spitzhacke, bitte schön. Ne? Genau. Der ist für dich zack, und hier zack. Hinten war irgendwo noch einer. Ja, das reicht sogar. Warte mal. Wir haben genug. Ich komme mit den anderen. Wir brauchen jetzt, Gary, Wood. Ich brauche nur noch Wood. So. Zack. Sieht nach Regen aus. Nein, sag das nicht. Oh, Leute, die Giga. Giga. Oh mein Gott. Gary, bring es weg. Oh Gott, du bist tot, oder? Nein, ich bin bei dir. Oh Gott. Okay. Komm weiter hier mit. Okay, hier ist zu viel Großes. Er kommt in deine Richtung. Na toll, gerade wo wir alles eingesammelt haben. Gary, nicht gut. Nicht gut. Bring ihn weg. Oh nein, bitte nicht. Okay, nein. Ey, das kann nicht sein, der hat eine Range gehabt, da habe ich jetzt nicht... Gary, ja, nochmal Südwesten. Der kam aus dem Nichts gerade, ne? Lass nochmal Südwesten, So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, 1300 haben wir abbekommen. Oh, hier ist ein wunderschönes Pferd, ich zähle mir das jetzt. Nein. Nee, noch nichts, das schaffen wir nicht. Leute, ich stelle euch vor, einen wunderschönen Featherlight. Ich weiß zwar nicht, was das für eine wunderschöne Kreatur ist, aber sie ist wunderschön. Okay. Gary, ich sehe diese ganz schöne Stelle. Ich sehe einen riesen Brocken von Felsen vor mir. Okay, ein Riesenbrocken. Den sehe ich nicht, ich sehe Enten. Und ich bin auf jeden Fall 65-20. 65. Also Latt 20. 65 und unten 20 so. Mitten auf der Linie bin ich so. Oha, du bist ganz woanders. Ich bin ganz woanders? Ja. Ich bin auch scheiße. Nicht gespawnt, aber einen anderen Teil. Weißt du, wo ich bin? Ja. 80-11 so. Ach du Scheiße. Aber Leute, haut mal raus, wirklich. Eure ehrliche Meinung. Ihr habt ja schon, und nochmal ehrlich, vielen lieben herzlichen Dank wegen der letzten Folge. Also, euer Support ist so geil gewesen. Also, das feiere ich übelst. Und ich denke mal, die letzte Folge hat euch auch gefallen, ne? Nochmal vielen lieben herzlichen Dank. Aber wie gesagt, die Staffel hier, alles ist neu. Wir haben bis jetzt fast noch keine Dinos so wirklich gesehen, die wir nur kannten. So, deswegen feiere ich diese Staffel. Jo. Und wie gesagt, ich denke mal, die wird länger gehen als ein Jahr. Es werden neue Mods zukommen. Was ist das? Gary! Ja? Ich weiß, wo wir unsere erste Dings bauen. Ich sehe
Okay. Okay, Cesar, sag nichts. Okay, Leute, ich glaube, das ist bei 6530. Da ganz oben. Da sind komische Bäume da. Ich glaube, das ist eine wunderschöne Plattform. 6530? Okay, Leute. Ich würde sagen, dann war es das erstmal von der ersten Folge von Ark Pyria. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja. Wir gehen jetzt einfach ganz gemütlich zum Dino. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn sie euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Und wer noch nicht abonniert hat, am besten abonnieren und die Glocke aktivieren. Ganz wichtig für YouTube. Naja, wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich lebe ja noch.